Ja, liebe Freunde, damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Randall's Monday, wa? Und hier die vier apokalyptischen Reiter wollen was zu essen haben. Und Ole Murray hat doch, irgendwas mit dem Grill gesprochen. Vielleicht holt er uns den irgendwie. Aus dem kriege ich nichts Brauchbares mehr raus. Okay, dann müssen wir, glaube ich, andere Seiten aufziehen. Wir haben noch hier so einen zeremoniellen Dolch. Damit bedrohen wir ihn jetzt. Tut mir echt leid, Murray. Was zum Geier? Ich musste das tun. Bist du vollkommen übergeschnappt? Regen Sie sich mal wieder ab. Was soll das heißen? Ich soll mich abregen. Du hast mich abgestochen. Das stimmt. Bist du komplett irre? Okay, beruhigen Sie sich. Jetzt wieder? Halt einfach die Klappe, du Wahnsinniger. Du wolltest mich umbringen. Okay, mal jetzt ganz in aller Ruhe. Hören Sie einfach mal kurz zu. Ich hab sie nicht umgebracht, verstehen Sie? Sie bluten nicht mal. War das ein Theaterdolch? Leider nein. Wie ist das denn möglich? Das versuche ich Ihnen ja die ganze Zeit zu erklären, Murray. Sie sind schon tot. Unmöglich. Oh doch. Was mache ich denn jetzt? Tja, das Showbusiness würde ich Ihnen nicht gerade empfehlen. Da behandelt man sie nur wie einen Zirkusfreak. Verdammt, das ist real. Das ist wirklich real. Es ist Realität. Hat eine Weile gedauert. Aber so langsam sickert's durch. Also, was jetzt? Ich habe eine Menge wichtige Sachen, um die ich mich kümmern muss. Und das Wichtigste ist, dass ich ein paar Gentlemen auf meinem Dach ein Mittagessen besorge. Ein Mittagessen? Genau. Und ich könnte echt Ihren Grill brauchen. Junge, mein Grill ist in meinem Büro. Und mein Büro ist unter diesem Lavasee. Oh. Ja. Wir sind erledigt. Ich weiß nicht, Junge. Nenn mich ruhig skeptisch, aber ich glaube nicht, dass Mittagessen die Lösung für all das hier ist. Ja, deswegen bin ich der Protagonist und Sie spielen nur eine Nebenrolle. Wie bitte? Vergessen Sie es, mein beschränkter Freund. Hey, Vorsicht. Mein Körper mag ja am Verwesen sein, aber ich kann dir immer noch ganz gut einen auf die Mütze geben, ja? Okay, Murray. Immer mit der Ruhe. Ist echt schade. Was denn? Der Grill da unten. Was für eine Verschwendung. Wissen Sie, in der Gebrauchsanweisung steht, dass der lavaresistent ist. Ich sag ja nur. Und was soll ich machen? Etwa da reintauchen? Tja, Sie sind ja schon tot. Ich meine, man kann doch nicht zweimal sterben. Also können Sie auch da runtergehen und ihn bergen. Ganz wie Sie wollen. Hey, Junge. Ich glaube, wir haben im Moment ganz andere Sorgen. Es ist nur ein Grill. Ach so, nur ein Grill. Sagen Sie, Murray, als Sie auf Hawaii waren und Würstchen so lang wie Babyarme aßen und von vollschlanken Hula-Mädchen mit Kakaobutter eingerieben wurden, war das nur ein stinknormales Barbecue? Ehrlich gesagt... Und als Sie im Vatikan waren und der Papst höchstpersönlich rüberkam und nach einem Steak fragte, das war sicher auch nur so ein ganz normales Barbecue, oder? Das ist doch nie... Und als sie von Aliens entführt wurden und sie fliehen konnten, indem sie sie mit ihrem treuen Barbecue-Matic 9000 erschlugen, war das da auch nur so ein Barbecue? Vermissen Sie denn den Schrotthaufen kein bisschen? Woher weißt du das mit den Aliens? Sie haben hier die Gelegenheit zum letzten Barbecue. Mitten während der Apokalypse. Ich rede vom buchstäblich jüngsten Gericht, Murray. Egal, müssen Sie selbst wissen. Sie können entweder hier bleiben und vergammeln oder Sie tun etwas Bedeutendes. Was ist bloß aus mir geworden? Ich schäme mich also. Ach, kommen Sie, nehmen Sie es nicht so schwer. Sie stehen so unter Druck und Sie haben eine Menge Haut eingebüßt. Also wussten Sie nicht, was Sie sagen. Na dann mal los, Muchacho. Was tot ist, kann niemals sterben. Los, Murray. Und blicken Sie nicht zurück. Jawohl. Schön. Ich glaube, der kommt ohne alles wieder. Ich habe das Gefühl, das war das letzte Gespräch, das ich mit dem edelsten Officer, den diese schreckliche Welt je gekannt hat, geführt habe. Ehrlich, ich weiß nicht, was ohne Murray aus dieser Stadt werden soll. Ich weiß nur, wir werden sie vermissen, Officer. Ich glaub's nicht! Sie haben's geschafft, Murray! Barbecue.
Hier ist Murray. Und jetzt fick mich von der anderen Seite. Murray, Sie sind jetzt ein sprechendes Skelett. Coole Sache. Verdammt richtig. Wie sieht's aus? Bereit für das jüngste Gericht? Hail to the King, Murray. Ziehen wir's durch. Bitte sehr. Der Grill. Super Mittagessen. Tut mir leid, Hungersnot, aber du musst wohl mit den Augen schmausen. Hey, warte mal. Wo ist das Essen? Richtig. Das Essen. Wir haben es dir deutlich gesagt. Wir essen nur Menschenfleisch. Und bring bloß keine vergammelte Leiche an, ja? Und, wenn ich euch fragen dürfte, wo bitte soll ich denn frisches Menschenfleisch auftreiben? Okay, okay, mir fällt schon was ein. Ja, bleibt ja nicht mehr viel übrig, wa? Entweder wir selbst oder Matt. Was hat denn der hier? Rizinusöl. Das ist ja günstig. Da können wir doch hier, wa? Erstmal ruckzuck in die Seitengasse springen. Und dem Penner hier Rizinusöl geben. Keine schlechte Idee, aber das wird lustiger, wenn er nicht merkt, dass es Rizinusöl ist. Aha. Vielleicht so, Becher voll Rizinusöl? Ich kann dich einfach nicht so leiden sehen. Wenn du mich nur verspotten willst, hau lieber ab. Okay, Kumpel. Hier, ein warmes Getränk. Gleich geht's dir besser. Ehrlich? Ja, es hat jedenfalls geholfen, als Mortimer eine tote Ratte gefressen hatte. Was? Jetzt halt dein Maul und trink! Das Gewürge geht mir langsam auf die Eier. Als hättest du eine Zombie-Big Ben verschluckt. Entweder du trinkst jetzt, oder ich schieb dich in die Lava. Was soll's sein? Wow, mir geht's echt besser. Das Ranzengrimmen ist weg. Und die Magenkrämpfe gleich mit. Aber, Junge. Ja. Du sagtest, das soll helfen. Jawolla. Und du sagtest, du wärst mein Orakel. Lass alles raus. Was? Müssen wir die Kotze jetzt einfangen, oder was? Ich hab da so die Befürchtung. Ich nehme mir mal ein bisschen davon. Jawohl. Und in die Tasche gepackt. Schön. Jetzt neu mit dem Aroma erlesenster exotischer Gewürze. So, die Frage ist natürlich, was machen wir jetzt damit? Achso, der wollte ja Kaffee haben, wa? Ole Matt. Vielleicht geben wir Matt einfach mal den Becher. Weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist. So weit ist es also gekommen. Das Ende der Welt. Wer hätte das gedacht? So sieht's aus. Und trotzdem steigt auf dem Dach eine Party. Warte mal. Da ist eine Party auf dem Dach? Habe ich jedenfalls Leuten hören. Soll ein Riesending werden. Es gibt sogar ein Barbecue. Super, ich stehe voll auf Burger. Aber... Was aber? Ich habe den ganzen Tag noch nichts von Sally gehört. Sie hat das Telefon nicht an und das sieht ihr gar nicht ähnlich. Ich mache mir langsam Sorgen. Was, wenn die Typen vom Klamottenladen sie gekidnappt haben? Im Ernst? Darüber machst du dir Sorgen, dass die Typen vom Hochzeitsausstatter sie gekidnappt haben könnten? Ich krieg von solchen Läden echt schlechte Vibes mit. Ich dachte immer, da hängt irgendein gruseliger Alter im Keller rum, der nachts hochkommt und alle Kleider anprobiert. Wie auch immer. Ob du es glaubst oder nicht, aber ich hab Sally bei der Party gesehen. Ehrlich? Na komm, bei sowas würde ich dich doch nicht anlügen. Komm schon, Randall. Du hast mir mal erzählt, dass Sally in einem Müllcontainer steckt. Und ich hab fast einen Arm verloren, als ich sie da rausholen wollte. Stimmt. Ich kann immer noch nicht glauben, dass du darauf reingefallen bist. Aber stimmt das denn? Sally ist auf der Party? Ja, klar. Habe ich doch gesagt. Okay. Was ist los? Ich dachte, du wolltest sie sehen. Klar, aber die hängt doch sicher mit ihren Freundinnen ab. Und die kann ich nicht ausstehen. Die Bräute sind echt Furien. Entspann dich. Sie war allein da. Tja, vielleicht komme ich später mal vorbei. Mal sehen. Ja, deine Entscheidung. Alter,
Vergessen wir mal alles andere und machen richtig schön Party. Weiß nicht, Mann. Was läuft denn für Mucke? Ja, weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ich würde sie als episch bezeichnen. Du weißt, dass ich mich langweile, wenn mir die Musik nicht gefällt. Und dann trinke ich mehr, als mir gut tut, und dann passieren komische Sachen. So wie mit Vesuvius, Matt. Wollen wir nochmal ein Vesuvius, Matt, Randall? Ich weiß nicht, ob dir der Sound gefällt, aber wir könnten uns trotzdem amüsieren. Ach, weiß nicht, Mann. Ich sehe es einfach nicht. Wenn mir die Musik zufällig gefällt, dann ja. Wenn nicht, bleibe ich wohl lieber hier auf deinem gemütlichen Sofa. Großartiger Plan. Und im Übrigen, da gibt's genug zu saufen, um selbst Jelzin ins Koma zu befördern. Oh, klingt gut, aber... Was aber? Du kennst mich, Randall. Ich hab Prinzipien. Ich kann nicht ohne was in der Hand uneingeladen zu einer Party gehen. Ich sollte wenigstens was zu trinken mitbringen, oder? Oh Gott! Matt Griffin redet über Prinzipien? Das muss wirklich der Weltuntergang sein. Einfach nur eine Frage des guten Benehmens, mein Freund. Benehmen? Okay, du verarschst mich nur. Komm schon, du weißt noch nicht mal, was das heißt. Ich mein's ernst, Randall. Ich gehe nicht auf die Party, wenn ich nichts zum Mitbringen habe. Okay. Ich schau mal, was ich machen lässt. Okay, ich sehe schon, du hast keinen Bock. Dann muss ich mir wohl einen anderen Rodney Dangerfield suchen. Komm schon, reg dich nicht auf. Man muss die Dinge eben richtig angehen. Und weißt du, ich fühle mich gerade nicht so richtig nach Party. Naja, deine Entscheidung. Alles klar, dann wisst ihr aber schon, was wir ihm hier im Wagen Getränk können ja noch haben. Hey Alter, ich war mal zu frei und hab dein Glas voll gemacht. Also gehen wir zu der Party? Das war doch der Plan, oder? Hast du mal wieder Wodka mit Wein gemischt? Nee, das ist ein ganz neues Rezept. Mein eigenes Spezialelixier. Mann, das riecht nach Kotze. Echt, als hätte eine verdammte Leiche seine vergammelnden Innereien hier reingespuckt. Ehrlich? Ja, Mann. Was so viel heißt wie, es haut richtig gut rein, oder? Aha. Na komm schon, wir machen uns auf die Socken, ja? Weiß nicht, Mann. Was für Musik läuft denn da? Na komm schon, ist doch egal. Du weißt, wenn mir der Sound nicht gefällt, fange ich an, Sachen rumzuschmeißen. Verdammte Scheiße. Na, da können wir doch, glaube ich, was machen, mal. Wollen wir das Fenster aufmachen? Dann müsst ihr doch eigentlich hören, was da oben abgeht. Hey, warte mal. Kommt die Musik von der Party? Ja klar, ich sagte doch, die ist ja episch. Das ist ja total irre. Das klingt wie... der verdammte Scheiß-Weltuntergang. Ja, so ungefähr. Okay, die Musik ist schon mal krass, aber... Was denn noch? Ja, Baby, los geht's, Mann. Rocken wir das Haus. Das gefällt mir schon besser. Das wird eine legendäre Party. Geht's los? Nach dir. Attacke! Randall? Wo ist die Party? Naja. Oha. ich bin der schlechteste Freund der Weltgeschichte. Ja, einer der herzlosesten Menschen, denen wir je begegnet sind. Das geht etwas zu weit. Wir reden hier ja nicht über Attila, den Hunden oder Mutter Teresa. Die Frau war das personifizierte Böse. Ich hoffe, dass unsere Beziehung gefestigter ist, nachdem ich euch meinen besten Freund zum Fraß vorgeworfen habe. Ich dachte, du wolltest nur die Welt retten. Ja, genau das. Also was ist jetzt mit dem uralten Geheimnis, das alles wieder ins Lot bringt? Ich meine, ich habe ja meinen Teil eingehalten. Nicht so schnell, Junge. Es könnte immer noch schlimmer werden. Ach, kommt schon. Wie soll's denn noch schlimmer werden? Wie sieht's mit den Krabblern aus? Den was? Den Krabblern aus der Tiefe. Die Dinger sind echt unangenehm. Was ist mit denen? Was mit denen ist? Tja, du wirst Tausende von ihnen töten müssen, wenn du die Welt retten willst. Oh, was meinst du mit töten? Töten, killen, exterminieren. Nenn's, wie du willst, aber du musst all deine Erfahrung, Waffen und Munition einsetzen, die du während deines Abenteuers gesammelt hast, wenn du auch nur den Hauch einer Chance haben willst. Krabbler kennen keine Gnade. Waffen! Und noch eins. Wenn du noch EXP-Punkte hast, solltest du sie jetzt einsetzen. Was? Übrigens, wenn ich du wäre, würde ich Autotarget aktivieren... Die Teile sind echt flink. Es reicht jetzt. Wovon zum Geier redet ihr? Halt die Klappe, Hungersnot. Na klar hat er die Socke mitgenommen.
Wer wäre denn auch so blöd und würde die liegen lassen? Was für eine Socke. Um den zukünftigen Fortbestand der Zivilisation willen. Sag, dass du die Socke unter deinem Bett eingesammelt hast. Unter meinem Bett war eine Socke? Tja, dann verabschiede dich mal von deiner Existenz. Ohne Socke geht gar nichts. Wenn die so wichtig ist, warum kann ich sie nicht einfach jetzt noch holen? Jetzt ist zu spät. Keine Zeit mehr. Ja, der Mensch ist ganz schön blöde. Das wissen wir doch schon. Aber was haben denn die ganzen Krabbler mit meinen Socken zu tun? Alles ist mit allem verbunden. Hast du nie Butterfly-Effekt gesehen? Wenn du die Socke mitgenommen hättest, hätten die Krabbler die Stadt übernommen. Kannst du dir das vorstellen? Du würdest mit dem Sturmgewehr, mit Granatwerfer und Kettensäge rumlaufen. Und du hättest Double-Jump-Skills. Double-Jump? Ja, Double-Jump. Und Deckung in der Wand. Und wofür bräuchte ich diese unglaublichen Skills? Hast du nicht zugehört? Um mit den verdammten Krabblern fertig zu werden. Ja, aber ich habe die Socke nicht mitgenommen. Also, was passiert jetzt? Wir haben's ja gesagt. Ohne Socke besteht keine Hoffnung. Aber es gibt auch keine Krabbler, oder? Genau. Tja, dann, Problem gelöst. Randall 1, Krabbler 0. So einfach ist das nicht. Du hast die einzige Chance verpasst, aus diesem Adventure mehr zu machen, als einfach rumzulaufen, mit Leuten zu reden und Sachen zu klauen. Ich rede von Kriegsmaschinerie, von der Attacke aus dem Schützenloch in einem Hagel von Geschossen, vom Drücken des Abzugs, bis der Finger abfällt. Also quasi alles, was das Herz begehrt. Okay, gut. Ich habe die Scheißsocke aber nicht mitgenommen. Schade, dass ich jetzt die Krabbler verpasse. Können wir uns jetzt wieder um das Wesentliche kümmern, ja? Die Welt geht zur Hölle und mir ist gerade nicht nach Waffen abfeuern und rumspringen und so einer Scheiße. Double Jump! Wie auch immer. Okay, das reicht jetzt. Wir haben dem Jungen unser Wort gegeben. Jetzt müssen wir es auch halten. Aber wenn der Boss das rausfindet, röstet sie unsere Eier. Die hat uns eh schon am Arsch. Was denkst du, Hungersnot? Stimmt. Dann sind wir uns alle einig. Also, was jetzt? Geh mal ein Stück zurück. Wir öffnen das Portal. Wir sollten das Portal nur in extremen Notfällen benutzen. Also sei vorsichtig, hörst du? Da rein! Ihr glaubt, dass ich da reingehe? Auf keinen Fall. Da werde ich sicher desintegriert oder so. Habt ihr nicht auch noch mehr Hunger? Dieser Freund von ihm war ja nicht mehr als Haut und Knochen. Okay, ich gehe ja schon.